Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Home Sweet Home Survive. Und wir sind mal an einem anderen Ort gestartet als sonst. Und ich habe andere Perks mit. Nämlich, dass einerseits der Bereich für Great Skill Checks größer ist. Und wenn ich die treffe, ich noch mehr Fortschritt mache. Ja, die Perks habe ich jetzt. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. Weil diese Ritualteile, abgesehen vom ersten, das mit der Nadel dann und so, das dauert schon echt lange. Und wenn wir jetzt Great Skill Checks treffen. Vielleicht geht das. Oh, hier hat jemand die Nadel ja hingelegt. Leute. Machen wir doch direkt weiter, würde ich sagen. Das dauert jetzt. Ich sehe gerade, die Flügel, das sind ja Büffel. Oder Stiere. Oder so. Ich dachte, das sind einfach Flammflügel. Ja, warum stink ich? Was sind das für ein Killer? Was? Was kann die denn schießen? Okay, das hat sie gesehen, oder? Wer ist das denn? Ich ja noch nie gesehen. Die kann schießen. Das ist ja wie die Huntress. Okay, ich könnte mir übrigens vorstellen, dass die mich mit Absicht liegen lassen, weil sie wissen, dass ich der Charakter bin. Ich will den Killer sehen. Dass ich der Charakter bin. Wieder da. Der sich selbst. Wiederbeleben kann, quasi. Ich riskiere es, ich gehe einfach wieder dran. Vielleicht helfe ich dem Team irgendwie. Und ich habe nämlich, es ist ja so, wenn ich mich selbst wiederbelebe, bin ich Half-Life, also bin ich halbe HP. Und wenn ich wiederbelebt werde von jemandem, bin ich sogar Full HP. Normalerweise bist du ja, wenn du gerettet wirst von einem Mate, auch nur 50% HP. Renn halt, Mädchen. Ja, run. Sag ich doch. Wenn. Wir haben schon zwei Rituale, im zweiten Schritt. Hier helfen? Ups. Was wirft die denn überhaupt? Was soll das denn sein? Mit helfen. Gemeinsam schaffen wir das. Oh, zu dritt. Der jetzt. Rucki, zucki.
Eigentlich schon. Okay. Er hat verkackt. Er ist weggegangen. Sehr gut, wir haben das hier fertig. Killer ist ja krass, den habe ich noch nie gesehen. Ich hätte gern auch eine Waffe. Oh, meins ist ja schon benutzt. Hä? Warum hat das nur einen Schlag offen? Eigentlich brauchen wir das ja nicht mehr machen, weil wir haben mal ein Ritual-Dings ist fertig. Wir müssen da drüben die zwei noch machen. Ich weiß aber nicht, wie ich das nennen soll. Der Ritual. Wenn die vollständig sind. Ich bin auch Lops, ey. Ich höre die noch. Halb tot, wenn die mich killt und ich komme hier nicht vorwärts. Ich brauche Heilung. Da ist jemand tot. Überlebt das aber sonst nicht, wenn ich mich nicht heilen kann. So, ja, ich bin auf jeden Fall tot, weil ich habe ja oben den Totenkopf an mir dran. Ich würde gern mal wen wiederbeleben. Aber verletzt ist es nicht so clever, oder? First things first. Wow. Danke für nix. So. Boah, wenn sie jetzt auch wieder weiß, wo ich rauskomme, dann flipsch aber aus. Ja, sie weiß, dass ich kann sie denn schießen? Oh, ich bin gerade so useless. Ich brauche Heilung. Ich habe mich gerade geheilt und dann kam die wieder. Und halt auch laut. Ja, okay. Gut. Das war's. Ich weiß nicht, wie ich die schlagen soll. Shit.
Rakete. Och Mann. Ich hatte Hoffnung. Ich hatte wirklich noch Hoffnung. Es sah gar nicht so schlecht aus. Die haben schon ein Ritual. Also ein Ritual war komplett fertig. Und bei zweien hat ja nur noch ein Schritt gefehlt. Okay, aber... neuer Killer. Der sieht spooky aus. Also ein für mich neuer Killer. Gegen den habe ich noch nie gespielt. Juhu! Ich bin Level 3! Es hat ja auch gefühlt nur 10 Runden gedauert, bis ich mal von Level 2 auf 3 gekommen bin. Punktemäßig besser als beim letzten Mal, aber ich habe überhaupt keinen Reward. Also kein Achievement, ja, Belohnungsdingsbums, Abzeichen. Reward ist ja das. Ja. Aber danke fürs Dabeisein. Wir können ja nicht immer entkommen. Ne? Bei DBD kommen wir auch nicht immer raus. Wir holen uns aber noch gemeinsam den Greedy Pot. Okay, neues Profilbild. Ja, wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, mach's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss! Thank you.